Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Airbus A320 Type Rating mit der heutigen Folge 4C. Das ist der letzte Punkt, der in der Cockpit Preparation eine Rolle spielt. Ich hoffe, dass der Ton jetzt etwas besser ist. Ich habe mir ein neues Headset gekauft von Razer und ich hoffe, dass sich der hohe Preis denn auch rentiert und die Soundqualität doch erheblich besser ist. Werden wir es mal versuchen. Heute oder jetzt müssen wir uns mit dem Briefing beschäftigen. Wir haben ja in der Cockpit Preparation nun schon alles gemacht. Wir haben uns mit der Preparation beschäftigt, wir haben uns mit der MCDU-Programmierung beschäftigt. Und der letzte Punkt, der jetzt noch ansteht, das ist das Takeoff und Emergency Briefing. Nun, was ist überhaupt ein Briefing? Wozu brauchen wir das? Ich habe es doch eingegeben. Ich weiß doch, was ich da eingegeben habe. Warum muss ich denn das alles nochmal erzählen? Nun, das hängt natürlich damit zusammen, weil man zwischen den beiden Akteuren vorne sich nochmal abspricht. Also es kann beim Briefing durchaus mal vorkommen, dass man vielleicht nochmal überprüft und sich eine Situation geändert hat oder dass man Fehler drin hat. Und wenn man selbst nochmal darüber spricht, mit dem Pilot Monitoring, dann ist das eine gute Sache, weil so eventuelle Fehler auch nochmal ausgemerzt werden. Das Zweite ist, man muss natürlich besprechen, wenn irgendwelche Situationen eintreffen, wie man dann reagiert. Also das geht bei der Departure los. Gehen wir mal davon aus, ihr habt eine Speed Constraint, vielleicht maximal 200 Knoten im Turn nach dem Takeoff. Das ist durchaus mal möglich. Aber ihr wisst, dass eure Green Dot Speed, also die Minimum Clean Speed ohne Klappen und ohne Fahrwerk, vielleicht bei 210 Knoten liegt. Das heißt, ich kann dann die Klappen nicht vollständig einfahren, sondern ich muss auf Flaps 1 dann erstmal bleiben, bis ich den Punkt dann überquert habe mit der Speed Restriction von 200 Knoten. Und solche Sachen muss man natürlich besprechen, damit der Pilot Monitoring auch genau im Bilde ist, was tue ich da eigentlich jetzt beim Departure. Also das ist jetzt nur ein Punkt, der da vielleicht eine Rolle spielen könnte. Und das Emergency Briefing ist natürlich ganz entscheidend. Meistens geht man immer davon aus, dass man einen Engine-Fehler hat, aber das ist ja egal was ich habe. Man geht grundsätzlich ins Holding, jedenfalls würde ich das vorschlagen. Egal, ob im wirklichen Simulator, wenn wir Simulator-Checks haben oder ob wir jetzt den realen Flug durchführen. Ich würde grundsätzlich auf der Departure Route ins Holding gehen, sofern nicht für ein Engine Out ein extra Procedure besteht, dass man in Terrainumgebung ist, dass ich also meine Departure mit Single Engine gar nicht mehr abfliegen darf, weil ich sonst eventuell in Spulitäten mit irgendwelchen Terrain, also Bergen oder so komme. Das ist natürlich eine andere Situation. Aber im Normalfall ist die Departure darauf ausgelegt, dass ich auch mit Single Engine die Departure abfliegen kann. Und deswegen geht man natürlich dann irgendwo auf der Departure Route wahrscheinlich ins Holding. Dass man vielleicht irgendwann das Holding dann nochmal wechselt, weil dem Flughafen es vielleicht besser passt, wenn man irgendwo anders ins Holding geht. Das ist ja alles dann möglich, aber das hängt immer davon ab, wie busy wir da vorne sind im Falle eines Notfalls. Und wenn ich irgendwo nur ein 360 drehe, ist es mir auch egal. Hauptsache, ich fliege nicht groß weiter, damit ich erstmal klar sehe, wo ist eigentlich das Problem, was haben wir für ein Problem und wie evaluieren wir das, gehen wir zurück oder fliegen wir weiter. Ihr seht also schon, das sind also zwei Briefings, die zwar in einer Stage abgehalten werden, aber es sind zwei unterschiedliche Sachen. Es ist bei dem Briefing so, es gibt unzählig viele Arten von Briefings, je nach Company, so viele Briefings, wie es Farben gibt. Also es gibt kein Standard-Briefing, was auf jeden Fall durchgeführt werden muss, sodass es also immer Company-abhängig ist. Es gibt Companies, die machen es sehr kurz, die besprechen nur die Highlights. Und es gibt Companies, haben wir auch eine in Europa, die briefen sich tot. Die sind eine Viertelstunde am sich unterhalten und keiner hört mir zu. Also es gibt immer verschiedene Briefings. Das müsst ihr gucken, wie ihr das dann habt. Ich stelle euch erstmal ein Briefing heute vor, wie ich es eigentlich tagtäglich durchführe. Aber wie gesagt, das ist so unterschiedlich,
Da gibt es keine Musterlösung. Allerdings wollen wir uns doch mal angucken, was Airbus dazu sagt. Und zwar gehen wir jetzt nicht ins Flight Cooperating Manual, ins FCOM. Da finden wir es eigentlich gar nicht, sondern wir gehen dazu ins sogenannte FCTM. Das ist das Flight Crew Technical Manual. Airbus hat also verschiedene Dokumentationsbücher, unter anderem das FCOM. Da finden wir die ganzen Systeme, da finden wir auch die Normal Procedures, wir finden auch die ganzen Non-Normal Procedures da. Das ist eigentlich so das, womit sich das FCOM eigentlich beschäftigt. Und dann haben wir das FCTM und das ist eigentlich eher die Bibel. Da muss man reingeben, um vielleicht noch genauere Informationen zu bekommen. Denkt zum Beispiel mal daran, wenn ihr ein Engine Fail habt im Cruise, da wird also ganz genau unterschieden, was wir dann machen, gibt es die Situation und die Situation, dementsprechend müssen wir anders verfahren. Also das ist dann nochmal eine zusätzliche Information, wo solche, da steht auch nicht alles drin, aber da stehen gezielt auf einige Bereiche dann das Ganze nochmal ausformuliert. Und beim Briefing wäre das genauso. Da gucken wir uns jetzt mal an, was das Flight Crew Technical Manual sagt, also das FCTM. Ja, das ist nicht so viel, aber es sind eigentlich nur zwei Seiten, aber wir gehen sie trotzdem mal durch, damit wir wissen, was im Buch steht. Und dann gehen wir natürlich zu dem Briefing, was ich euch vorschlagen werde. Also, ich lese mal vor, the pilot flying should perform the takeoff briefing at the gate. Gut, das macht Sinn, weil das sollte alles abgehandelt sein. Nicht, dass man das während des Taxis macht und dann passt man nicht auf und so, das wäre nicht gut. Es sei denn, wir haben jetzt vielleicht noch einen Runway-Change kurz vorher, wo der Controller uns plötzlich eine andere Bahn zur Verfügung stellt. Ja gut, dann müssen wir da irgendwo anhalten oder was und machen dann vielleicht am Holding Point das Briefing nochmal oder vielleicht auch während des Taxis. Letztendlich ist es häufig so, dass die Departures mehr oder weniger identisch sind, aber eben halt die Bahn ist eine andere. Das ist dann unterschiedlich, ne? Also, a briefing at the gate, when the flight crew workload permits. Und das ist ja genau der Punkt. Ne? Und wenn wir am Gate sind, dann ist die Workload dann nachher, nachdem wir dann uns mit der Cockpit Preparation beschäftigt haben, nicht mehr ganz so groß. Und dann können wir eben halt das durchführen. Cockpit Preparation has been completed and before engine start. Ja, das sollte eigentlich so sein. The takeoff briefing should be relevant, concise and chronicle. Das heißt, es sollte irgendwie eine gewisse Reihenfolge sein. Nicht alles konfus, dann mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Das macht keinen Sinn. Es muss also schon eine gewisse Reihenfolge da sein. When a main parameter is referred to by the pilot flying, both flight crew members must cross-check that the parameters has been set or programmed correctly. The takeoff briefing covers the following. Also jetzt gucken wir uns mal an, was die so sagen. Also Aircraft Type und Modell, ja gut, sollte man eigentlich wissen, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man heute 320 mal fliegt und dann mal 330. Ist in der Regel nicht der Fall, aber kann es geben. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir fliegen 320 und 321. Ist das gleiche Rating? Haben wir auch, fliegen 321, 320. So, da haben wir aber zum Beispiel eine andere Tail Strike Clearance. Also der 321 ist einfacher mit dem Hintern auf den Boden zu setzen als mit dem 320. Also muss ich da vielleicht mal kurz drüber sprechen. Dann, da hatten wir im Flight, in der Flight Preparation drüber gesprochen, MEL, CDL, also vor allen Dingen MEL, können wir überhaupt noch damit fliegen und wie wir fliegen und so weiter. UEBs, da gehen wir mal später drauf ein, das ist auch nicht so wichtig. Es gibt immer so gewisse Amendments, zum Beispiel, wenn das Flugzeug jetzt irgendein Problem hat, was auf alle 320-Flotten zutrifft auf der Welt, aber es ist noch nicht gefixt, das Problem, dann gibt es die sogenannten UEBs, das ist ein Bulletin und da steht dann drin, wenn du das hast, musst du so und so verfahren. Ne? Das ist so eine Art... ja, es ist ein Amendment, wie kann man das beschreiben? Das ist so eine Vorabsache, die dann im QRH steht, also im Quick Reference Handbook. Und dann müsste man nach solchen Situationen, wenn der Fall eintritt, dann dementsprechend reagieren. Das ist beim 320 natürlich schon sehr stark ausgemerzt. Ich meine, es gibt immer wieder Probleme, denkt mal an die 737 jetzt.
Mit der Max, wo das Problem ist, da gab es hundertprozentig auch ziemlich zu Anfang schon UIBs, bis dann die Maschine jetzt ganz gegroundet worden ist. Note, Standards Wetter, Runway Condition ist, wie ist die Runway beschaffen? Haben wir Contaminated Runway? Also alles, was mehr als 2 mm, 3 mm Wasser also auf der Bahn ist, ist immer contaminated, ist immer Toga grundsätzlich. Also Runway Condition, mehr als 3 mm Wasser auf der Bahn ist grundsätzlich Toga. Das sind solche Sachen. Ob wir Wing oder Engine Anti-Ice brauchen. Da kommen wir noch zu, wann benutzen wir Engine Anti-Ice und sowas. Engine Start Procedure, Pushback, okay, Expected Taxi Clearance. Also ich weiß ja ungefähr, wo ich stehe und dann muss ich zu der Runway. Also kann ich mir schon mal ungefähr ausmalen, wo ich lang zu fahren habe. Dann der Use of Radar, ja, Use of PACS for Takeoff. Auch das ist eine Sache. Es gibt Takeoffs und Plätze, wo man dann mit einem sogenannten No-PACS-Takeoff startet, also Engine Bleed Off, oder da kann man auch die APU anlassen und die PACS trotzdem weiter versorgen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Normalerweise macht man es so, dass man dann die PACS einfach ausschaltet. Das ist dann sogar ein No-Engine Bleed Takeoff. Das heißt, ihr habt dann in der Kabine, haben die Passagiere dann keine Air Condition mehr für die Zeit. Ist ja nur eine Minute oder so, spielt ja keine Rolle. Was haben die da noch? Dann geht es auf die Init-B-Page, da wird das Block Fuel und Estimated Takeoff Weight wird dann nochmal beschrieben, Extra Time, die wir vielleicht an der Destination haben. Da sind wir in der 4B drauf eingegangen. Ne? Wenn wir jetzt an der Destination nicht landen können, wegen Wetter oder Emergency oder wie auch immer, müssen wir die Warteschleife. Das wäre so eine Sache. Dann haben wir Takeoff Performance, einmal die Takeoff Runway, Takeoff Config, Flex oder Toga, wie waren wir V2 Flex. Transition Altitude haben wir drüber gesprochen, Transition Thrust Reduction und Acceleration Altitude haben wir auch drüber gesprochen, was das ist. Minimum Safe Altitude, das wäre dann um den Flughafen herum, um das VOR oder so, habt ihr dann eine Minimum Safe Altitude, seht ihr auf der Jeppesen Chart. Dann der erste Level, in dem wir steigen müssen. Das wäre jetzt in Stuttgart, wären es 5000 Fuß, Transition Level. Ne? Flight Plan Description. Die RATNAV-Page wird nochmal besprochen. Ja. Und das ist es. So, das ist jetzt nochmal die zweite Seite der Checklist, die ist unten verlinkt, damit ihr dann die aktuelle Checklist habt. Die Checklist ist die gleiche, aber da gab es auch noch eine Rückseite, die habe ich euch absichtlich erstmal vorenthalten, aber die werden wir jetzt benötigen. Die habe ich selbst erstellt, die werdet ihr nirgendwo so finden, die habe ich selbst erstellt. Allerdings sind natürlich die Sachen, die für das Briefing zuständig sind, natürlich company-konform, das ist klar. Aber es gibt eben halt einige Sachen, die mir da ganz gerne, die ich ganz gerne auf der Checkliste haben will. Und deswegen habe ich mir da nochmal eine eigene gemacht. Aber das ist alles Company Procedure, damit ich nicht in irgendwelche Bücher gucken muss oder so. Könnt ihr mal drauf gucken, wird uns dann später mal interessieren, wenn wir dann in Richtung Non-Normals vielleicht gehen oder so. Gucken wir mal. Eigentlich ist das Takeoff, wir sehen das beim Takeoff-Briefing. Eigentlich ist das Takeoff-Briefing eine relativ einfache Sache. Warum? Weil wir brauchen eigentlich nichts weiter machen, als die Reihenfolge einzuhalten, wie wir die MCDU programmiert haben. Wenn wir genau exakt diese Reihenfolge einhalten, dann haben wir letztendlich schon zu 80% unser Takeoff-Briefing erledigt. Werde ich euch gleich zeigen. Dann gibt es hier noch ein paar andere Zusätze. Brauchen wir Anti-Ice, das Radar, PACS, sind die an oder aus? APU, Brakefan brauchen wir vielleicht während des Taxis. Ob das Max Takeoff Weight, MEL, CDL, UEB, ne? Ob wir das alles abgehandelt haben. Ob wir Chargelets haben oder ob wir irgendwelche Winglets haben. Das ist unterschiedlich dann vom Landeverhalten. Letztendlich ist es alles das Gleiche, aber man sagt im allgemeinen Sprachverbrauch, Gebrauch, dass es ein bisschen anders ist. Wenn man also diese Winglets hat oder so, dann flirrt die Maschine etwas mehr beim Touchdown als bei Sharklets. Naja, also diese Wingtips, ne? Diese Wingtips gibt es ja auch noch beim Airbus. Wingtips und Sharklets, ne? Diese beiden. Dann Airport, Weather. Airport, gibt es da irgendwelche Restrictions? Weather. Wie ist das Wetter? Vielleicht in der Departure müssen wir da ein bisschen aufpassen. Brauchen wir De-Icing Procedure jetzt?
Müssen wir erst die Maschine enteisen im Winter vielleicht, in Deutschland ja häufiger der Fall, gerade München oder so, Stuttgart ist natürlich auch ein Thema. Dann haben wir eine Hot, das ist die sogenannte Hold-Overtime. Wenn wir also die Eist haben, dann haben wir so eine Tabelle, dann können wir gucken, wie lange wir jetzt eigentlich diese Flüssigkeit, wie lange die aktiv ist. Also es kann durchaus sein, wenn ihr vor allen Dingen Freezing Rain habt oder so, also richtig gefrorener Regen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr in 5 Minuten oder 10 Minuten starten müsst. Und wenn ihr das nicht tut, könnt ihr gleich wieder zurückrollen und wieder enteisen. Das wäre jetzt so der Worst Case bei Freezing Rain. Also da gibt es dann eine Tabelle, je nachdem, welche Enteisungsflüssigkeit ihr benutzt, Type 2, Type 4, das sind eigentlich so die gängigsten und naja, und wie das dann abläuft. Dann wäre es Pilot Flying, wäre es Pilot Monitoring, Handover im Fall dessen, dass irgendwas passiert auf meiner Seite, dass denn der Pilot Monitoring gleich übernimmt. Standard Callouts, ja gut, die Callouts muss natürlich jeder im Kopf haben, das versteht sich eigentlich von selbst. Oh, der V ist aber heute aktiv, meine Güte, der ist ja nur am Schreien heute. Dann haben wir die, und dann kommt das Emergency Briefing. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal im SIM an. Wie gesagt, wir starten dann laut unserer Checklist, ne? Starten wir mit der Database, da haben wir Aircraft Status, da checken wir hier, ob die Database korrekt ist. Das ist eigentlich mehr oder weniger das Einzige, was wir da groß checken. Dann gehen wir auf die Init-Page, erste Seite, Stuttgart Palma, Ibiza Alternate, 8179, kostet nix, 30, 330, korrekte Temperature minus 46 Grad und 41.000 Tropopause. Also letztendlich kann man sagen, wir lesen eigentlich das alles nur nochmal ab. Dann, wenn wir jetzt in Richtung Flightplan gehen, gucken wir uns erst den Taxi-Bereich an. Und zwar schalten wir da mal um eben und gucken uns mal den Taxi-Bereich an. Dazu muss ich allerdings nochmal hier die aufrufen hier. Weil wir fangen immer mit der Reihenfolge, macht es natürlich Sinn, erst mit dem Taxi, weil das kommt ja zuerst, bevor wir die Departure fliegen. Also gucken wir uns erst das Taxi an. Wir haben hier, stehen wir am Finger oder am Gate Nummer 15. Wir machen den Pushback dann facing to the east. Und dann geht das weiter via Mike, India, November. Und dann ganz nach oben haben wir hier Papa One. Also Mike, India, November. Und hier seht ihr jetzt gleich. Wenn es dann endlich mal kommen würde. Seht ihr dann Papa One, ja. Da ist das hier der letzte Punkt, ne? Die letzte Intersection für Full Runway ist dann Papa One. Okay, so, und dann gucken wir uns dann die Departure an. Wir starten an der Runway 25, geht dann weiter über Delta Sierra Zero for One. Da macht zum Beispiel Sinn, dass wir uns das hier nochmal angucken auf der Flightplan Page. Das gehen wir dann durch. Hier war ja Delta Sierra Zero for Nine und dann war ja Rottweil. Und das Ganze wird dann auch überprüft. Und zwar mit unserer Departure, mit der Rottweil. Da überprüfen wir das Ganze dann. Und da haben wir die geradeaus Richtung Delta Sierra 49er und Rottweil. Gucken wir uns auch die Punkte hier nochmal auf der Chart an. Das sollte eigentlich schon vorher passiert sein, wenn wir überhaupt die MCU programmiert haben. Rottweil 1700 und dann Delta Sierra 0 vor. Ich meine, das ist jetzt relativ einfach, aber es kann auch mal eine längere Departure sein und dann sollten wir die Punkte dann schon überprüfen. Es ist ja so, wir fliegen in der Regel ja Area Enough Departures. Also das ist jetzt hier eine Standard Departure, denn ihr seht ja, hier könnte man das auch Raw Data fliegen. Rot wir jetzt nicht direkt, aber gut, könnte man auch machen. Aber das ist jetzt eigentlich eher eine Standard Departure. Das ist keine, ja, keine richtige ANAF. Ich meine, hier steht zwar ANAF Departures, das stimmt, wegen Rottweil, aber rein theoretisch könnte ich hier von Delta Sierra 0 von 9 9,3 Meilen, dann weiß ich, dass ich bei Rottweil bin, wenn ich hier Luborg eingefangen habe, das Radial. Deswegen, aber es gibt natürlich wirklich Punkte, die querbeet irgendwie verstreut sind und dann müsst ihr das natürlich gucken, denn ihr müsst das briefen, was ihr fliegt. Ne? Also ist ja schön, wenn es auf der Karte steht, aber wenn dann in einem CDU was anderes steht, dann hilft euch das natürlich gar nicht. Also ihr müsst schon dann überprüfen, ob die Karte,
mit der Database übereinstimmt. Es hat immer die Karte immer Vorrang. Also die Database kann ja auch mal fehlerhaft sein, haben wir auch teilweise mal. Gibt es dann von der Company eine Message, hier pass mal auf, Database, da und da der Punkt und so, der ist falsch oder so, das kann mal passieren. Also die Karte hat immer Vorrang vor der Database in der MCDU. Ja. Also würde man das letztendlich sich nochmal angucken. Und ja, dann haben wir das auch getan. Und dann sagen wir hier letztendlich einfach nur, wir erwarten Runway 06 Left dann in Palma. Wir brauchen uns dann nicht um den Anflug zu kümmern. Das wird nachher beim Approach Setup und Approach Briefing dann eine Rolle spielen. Aber jetzt, das ist ja noch 2 Stunden entfernt. Was interessiert mich jetzt, wo ich lande? Das kann sich ja alles ändern. Ne? Also das brauche ich jetzt nicht briefen. Aber auf jeden Fall schon mal, dass wir das expecten. Okay, das kann man machen. Dann den Secondary Flight Plan wäre ja der nächste Punkt. In case of gehen wir ins Rotwe Holding. Die Frage ist jetzt, wie hoch steigen wir? Und da muss ich leider euch nochmal bemühen, hier in die Karte. Und zwar ist das Problem, normalerweise seht ihr ja immer hier, das ist jetzt seit, keine Ahnung, 2, 3 Jahren von Jeppesen echt gut gemacht. Da seht ihr da seht ihr jetzt solche Abschnitte. Und das ist immer die Minimum Safe Altitude, die ihr haben müsst, mit denen ich irgendwo gegenfliege. Da habt ihr natürlich auch eine Hindernisfreiheit nochmal zusätzlich. Problem ist hier jetzt, normalerweise, wenn wir jetzt hier irgendwo anhalten würden in 049, ja, das wären dann 4000 Fuß, wäre dann die Minimum Safe Altitude. Wir runden natürlich dann immer auf. Okay, aber Rotwe ist leider außerhalb des Rings. Ja, was weiß ich, was in ein paar hundert Meter dann bei Rotwe passiert. Und in dem Fall, das ist jetzt ein Ausnahmefall, der trifft eigentlich relativ selten zu, aber gut, gehen wir das auch mal durch. Ihr seht hier so schwach gedruckte Nummern, 5, 5, 4, 6. Ne? Und das sind die sogenannten Moras, die Grid Moras. Und das sind dann für einen großen Quadranten, den können wir eigentlich hier gar nicht sehen, den würden wir jetzt auf der eigentlichen Karte sehen, wo die Streckencharts ist. Die ist dann immer in Quadranten so aufgeführt, unter anderem. Und da kann man dann sehen, wie da die Grid Mora ist. Also auch so eine Art Sicherheitshöhe. So, und da jetzt Rotwe eben halt außerhalb dieser 3900 Fußbereichs liegt, müssen wir natürlich um was anderes einfallen lassen. Und ich würde hierfür plädieren, einfach 6000 Fuß durch die 5,5, also es sind 5500 Fuß, würde ich 6000 Fuß einfach nehmen. Dann seid ihr da sicher, ne? Also ihr werdet sicherlich auch wahrscheinlich nicht bei 4000 gegen Berg fliegen, aber trotzdem, ich wäre hier vorsichtig und würde sagen, 6000 Fuß ist Minimum Safe Altitude, dann seid ihr sicher. So, und dann erwarten wir wieder den Anflug 2.5. Ne? Dann die Performance. Performance is inserted, minimum is 1381 and weather is inserted, that's it. Dann kommen wir zur RATNAV-Page, Stuttgart on my side, with inbound course 252. Haben wir darüber gesprochen, Lüneburg 226, just for, ja, das ist für uns eigentlich nur nice to know. Es wird uns wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren, aber trotzdem, wenn man die Navigationsinstrumente auswählt, wir haben darüber in der Folge 4b gesprochen. So, das haben wir auch erledigt. Dann gehen wir auf die InitB-Page. Da gehen wir alles durch. Wir haben 5% Contingency, 1.4 Final Reserve, 54.2, 29.9, 7.4 Block Fuel und das ergibt dann 61.4 Takeoff und wir haben dann immer noch 900 Kilo extra und 27 Minuten ergibt das dann. Leider, wie gesagt, Tripwind nicht hier. Alternate sollten wir vielleicht nochmal ansprechen, auch wenn er da nicht steht. Dann müsst ihr auf den Flugplan gucken. Das waren 1,3, wenn ich mich richtig erinnere. 1,3 Tonnen, genau. So, dann gehen wir auf die Performance-Seite. Da müsste man normalerweise jetzt eigentlich in das Programm rein, in FlySmart oder in euer Add-on, wo ihr da den ganzen Kram eingegeben habt. Da müsste man dann eben halt sagen, okay, haben wir Wett-Runway, haben wir 3-Runway, haben wir das Wetter richtig eingegeben, also Wind, QNH, solche Sachen. Das würde nochmal vorgelesen werden eigentlich, damit das auch, weil jeder macht die Performance-Berechnung separat. Ich mache sie als Kapitän und der First Officer macht sie auch als First Officer eben halt. Damit, und dann kann das durchaus sein, einer hat aus Versehen was anderes eingegeben oder so. Ne? Und das wird dann nochmal verglichen und deswegen wird das eigentlich nochmal vorgelesen. So, wenn ihr das vorgelesen habt, dann kommen ja die Daten raus, also 50, 50, 52, Config 2, 0.1 down. Das hatten wir ja im Loadsheet uns schon angeguckt hier im Flight Factor. Und dann Transition Altitude 5000, Flex 50 und hier haben wir das Thrust Reduction, Acceleration und Engine Out Altitude hier jeweils 2800 Fuß.
Und dann gehen wir auf die Progress-Page. Das ist ganz wichtig hier nochmal. Stuttgart mit der 2.5, aber insbesondere hier GPS Primary und Accuracy is High. Das sollen wir schon sehen hier. Ne? Das ist eigentlich der entscheidende Schritt. Ja, und dann gehen wir laut unserer Liste. Ich blende sie euch nochmal gerne ein. Ah, da müssen wir aber umschalten. Das war jetzt nicht richtig. Da müssen wir, glaube ich, gehen wir hier nochmal hin. Und da sehen wir ja dann diese unteren Punkte hier. Also das heißt, maybe we need the brake fan. Anti-Eis werden wir nicht brauchen, Radar werden wir nicht brauchen. PEX ist kein No-PEX-Takeoff. Sowas gibt es ja eben halt. APU wird auch ausgemacht nach dem Engine-Start. Wipers, ja gut, Regen haben wir im Moment auch nicht. Also es bleibt nur noch der Brake Fan für uns übrig. Und das kann natürlich sein, wenn wir jetzt länger taxien. Stuttgart ist nun relativ klein, aber wenn ihr jetzt woanders taxiert, kann das sein, dass die Bremsen dann überhitzen. Also was heißt überhitzen, ist Quatsch, die überhitzen nicht. Aber sie haben eine Temperatur, mit der wir nicht mehr starten dürfen. Da kommen wir dann beim Takeoff nochmal drauf zurück. Und dann Max Takeoff, MELC, die UB Chocolate, haben wir alles gecheckt. Airport and Weather ist okay. De-icing Hot, so brauchen wir alles nicht. UR Pilot Monitoring, I'm Pilot Flying, Standard Callouts und dann würde das Emergency Briefing kommen. Okay, Emergency Briefing, wie gesagt, gehe ich gleich drauf ein. So, ich sage das jetzt einfach mal vor, hört einfach mal zu. Ich mache das jetzt so, wie wir das wirklich machen. Das ist ein bisschen schnell vielleicht, aber ihr wisst ja jetzt, was ich da vorlese. Ich gehe jetzt auch auf die Seiten. Hört einfach mal zu, wie sowas abläuft. Und das ist natürlich letztendlich, wenn man ehrlich, alles auswendiges Gequatsche. Das ist zwar wichtig, aber man kennt natürlich so seine Phraseology, die man da benutzt. Ne? Also, was war das denn, Mike? Mike India November oder das, genau, Textfeld. Okay, also, Takeoff Briefing, Aircraft Status is okay, we have the database from 18th June to 16th July, that's correct. We fly from Stuttgart to Lepa, Ibiza Alternate, Germania 8971, cost NX 30, flight of a 331, minus 46 corrected, and 41 tropopause. Our taxi goes, we are here on gate number 15, pushing to the east, and then by Mike India November to holding point Papa 1 to holding point runway 25. We expect runway 25 for departure, Rotwe 5 Bravo. That means Delta Sierra 049er to Rotwe. Initial climb altitude is 5000 feet, is set in the altitude window. And we expect runway 06 left in Palma. For the secondary flight plan, we follow the SID to Rotwe to 6000 feet into the holding, and from there we make a new approach runway 25. For the RATNAV page, Stuttgart on my side, with the inbound course 252, Lubbock 226. For the performance, we have 5% alternate 1.3, final reserve 1.4, 54.2, 29.9, block 7.4, that means 61.4 takeoff weight, and we have extra 27 minutes. For the performance here, we have dry runway. 150, 150, 152, config 2, 0.1 down, flex 50, transition altitude 5000 feet. As I said, is set in the altitude window and we have all values here, 2800 feet. Accuracy side, GPS is primary and runway 25 for return. Maybe we need the brake fan, max takeoff weight, MEL, CD, OB, chocolate checked, airport and weather is okay, you are pilot monitoring, I'm pilot flying, standard callouts and emergency briefing. So, jetzt mache ich da mal einen Break. Jetzt kommen wir zum Emergency Briefing. Das Emergency Briefing ist natürlich schon eine sichere oder sehr, sehr wesentliche Sache, denn im Emergency Briefing unterhalten wir uns natürlich dann um solche Sachen im Falle der Fälle, wenn irgendwas ausfällt. Und insbesondere wird da auf den Fall eingegangen, wenn wir eine Engine verlieren und da gibt es dann ein Procedure, was wir durchführen müssen, damit wir dann vernünftig also auch damit
agieren können. So, und ich erkläre euch jetzt mal in einem Schnellverfahren, wie sowas bei Engine Fail läuft. Das mache ich nur ganz schnell, das wird uns nachher im Non-Normal-Bereich des Type-Ratings auf jeden Fall wieder bescheren, aber im Moment reicht das, wenn ihr nur so ungefähr wisst, wie der ganze Hase läuft. Ja? Also, wenn wir also ein Takeoff durchführen, dann ist so 100 Knoten ist unsere magische Grenze. Weil alles, was weniger als 100 Knoten ist, ist relativ überschaubar, das ist okay. Wenn wir uns aber dann nach 100 Knoten uns dazu entscheiden, den Takeoff zu aborten, dann ist es schon eine andere Hausnummer. Man ist schnell, man muss voll in die Eisen gehen, man hat vielleicht auch nicht mehr so viel Runway zur Verfügung, die Bremsen überhitzen und all so eine Kram. Deswegen wäre es, sagt Airbus und zu Recht auch, so 100 ist bei Boeing das Gleiche, so 100 Knoten ist eigentlich so ein ganz guter Wert, wo man sagen kann, man abortet. Aber alles, was darüber hinaus ist, tut man dann nur noch bei gewissen Sachen. Also zum Beispiel, wenn der Co-Pilot oder der Pilot Flying, Pilot Monitoring, also einer von uns da ohnmächtig wird beispielsweise. Eine andere Sache ist, wenn uns die Engine verreckt. Eine andere Sache ist, wenn die Flight Controls nicht mehr funktionieren. Oder wir haben ein Reverser Fault. Das wird uns nachher vielleicht mal irgendwann beschäftigen. Das ist eine ganz knifflige Sache. Reverser Fault. Ich rede nicht von Reverser Unlock. Da werden wir natürlich sowieso stoppen. Also wenn plötzlich die Reverse aufgehen, das ist ja im Fluge der Lauda Air damals vor, was weiß ich, wie Vivian passiert, die dann abgestürzt ist, bedauerlicherweise. Also solche Sachen. Nur bei solchen Sachen, das sind 5 Punkte, da werden wir definitiv trotzdem, dass wir schneller als 100 Knoten sind, den Start abbrechen. So, und das ist also die nächste Spanne, wäre dann von 100 bis V1 bis zur V1. So, und alles, was at or beyond V1 dann auftaucht, heißt für uns, wir müssen einfach starten, ob wir das wollen oder nicht. Weil dann würde die Berechnung der Restlandebahn oder Startbahn nicht mehr ausreichen, um noch zum Stehen zu kommen. Ne? Und das heißt, wir würden über die Bahn hinaus schießen. Puh, ja gut, wenn ich dann nur ins Gras fahre, ist natürlich ein Riesenproblem. Klar, zählt als Incident oder Accident, ist ein Riesenproblem. Also nur weil man über die Bahn hinausschießt, sind wir nicht gleich alle tot. Aber das kann natürlich ganz bitter enden, logisch, ne? Je nachdem, wie das auch da hinten beschaffen ist. Habe ich eine riesen Wiese, dann ist das alles in Ordnung. Aber habe ich da zum Beispiel dann irgendwie einen Abhang, dann sieht es natürlich nicht so gut aus. Also, danach müssen wir definitiv dann starten. So, und was machen wir überhaupt bei einem Startabbruch? Dazu gehen wir hier nochmal in die Frontalsicht rein. Wenn wir den Start abbrechen, erstmal bricht immer nur der Kapitän den Start ab. Also es wird nicht mehr unterschieden zwischen Pilot Flying und Pilot Monitoring, was wir gewohnt sind, was im Normalbereich auch immer der Fall ist. Aber was den Takeoff Abort anbelangt, macht es immer der Kapitän. Das heißt, selbst wenn der Pilot Flying der First Officer ist, dann würden wir hier die Gase nach vorne schieben, wie ihr seht. Okay, alles klar, dann nimmt er die Hand weg und der Kapitän nimmt die Hand drauf. So, und damit sind die Rollen wieder ganz klar verteilt. Nämlich da geht es dann darum, dass der Kapitän seine Handlung macht und dass der First Officer seine Handlung macht. Also nicht mehr Pilot Flying und nicht mehr Pilot Monitoring. So, wenn also der Fall eintreten sollte, dann rufe ich Stopp, nehme die Gashebel hier auf Idle, mach den Reverser auf, da weiß ich im Moment noch nicht, welche Taste ich dafür benehme, weiß ich jetzt nicht, mache ich den Reverser voll auf und warte, bis die Maschine dann angehalten hat. Ne? Dann mache ich die Parking Brake an, setze die Parking Brake und dann haben wir den Knopf hier, geht der hier, muss ich ein bisschen weiter ranfahren wahrscheinlich. Oder ein bisschen höher machen. Hier dieser Knopf, der PA-Knopf. Ihr wisst ja, das ist die Sprechentaste. Da ist er jetzt an. Er geht dann immer wieder aus. Das ist richtig, weil das ist ein Spring-Loaded-Knopf. Ja. Ist ein Spring-Loaded-Knopf? Ja, ist ein Spring-Loaded-Knopf. Das ist also richtig dargestellt. In diesem Fall würde ich dann die Kabine jetzt warnen und sagen, pass auf, Leute, jetzt passt auf. Also das wäre dann Cabin Crew Station or Attention Crew Station, Attention Crew Station. Da gibt es also verschiedene Company
mäßige Bezeichnung, sodass die Kabine jetzt weiß, okay, jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ruft er gleich Evacuate oder er sagt Normal Operation oder Passenger Remain Seated. Wie gesagt, das Wording ist immer unterschiedlich. So, nur diese beiden Möglichkeiten gibt es. Das heißt, ihr könnt euch ja vorstellen, die Kabinencrew, die zittert jetzt da auf dem Sitz und sagt, ah, scheiße, was ist denn jetzt los? Und geht das alles im Kopf durch. Okay, wenn das jetzt kommt, jetzt muss ich das machen, dann muss ich dahin laufen, dann muss ich jenes machen. Also es wird alles dann wie so ein Programm im Kopf abgespielt. So, und dann wird entschieden, wenn wir jetzt stehen und der Call ist raus, dann müssen wir mit dem Punkt jetzt erstmal dealen und müssen sagen, was haben wir denn? Okay, dann würde man zum Beispiel jetzt das Feuer löschen. Okay, da haben wir die eine Bottle abgeschossen, hat noch nicht gereicht. Dann schießen wir die andere Bottle ab und meistens ist das Feuer dann aus. Und wenn das dann aus ist, dann sagen wir eben halt Passenger Remain Seated oder Normal Operation oder so. Und dann ist die Kabinencrew wieder ganz glücklich und beruhigt, dass dann auch keine Evakuierung stattfindet. Oder die Bottle schießen wir ab, die zweite, es brennt immer noch und dann heißt es Evacuate, Evacuate. Ne? Und dann würde ich hier auch im Overhead-Panel, wir hatten das schon besprochen, dann würde man hier das Evakuierungskommando einleiten. Hier ist das dann, ne, wenn wir Klappe hochmachen. Wenn sie dann hochgeht, ah, da geht sie, dann würden wir da drauf drücken und dann hier gleich das Horn, diese Tröte ausmachen, damit uns das nicht nervt. Ne? So, wie kriegt die wieder zu? So. Okay, das wäre also der Schritt, wenn wir einen Take-off aborden. Ne? Der First Officer hat in dem Fall auch was zu tun. Er muss nämlich während des Aborts gucken, dass die Reverser angehen, dass die grün leuchten, also dass der Reverser anschlägt. Und zweitens muss er dann nochmal gucken, ob hier die Bremse, die Autobrakes, dass die angehen. Ja, dazu kommen wir noch, da haben wir noch uns gar nicht mit beschäftigt, weil das noch kein Procedure ist. Das machen wir nachher beim Taxi. So, dann schalten wir das Ding auf Max. So, und Max heißt, im Falle des Aborts würde er automatisch dann bremsen, mit maximaler Bremsleistung. So, und das wird überprüft und dann würde ATC Bescheid sagen und sagen, hier, pass auf, aborted takeoff, runway is blocked. Okay, das ist jetzt nun mal ganz kurz, was heißt ganz kurz, das ist schon ziemlich ausführlich erklärt, was wir da machen. So, jetzt haben wir das Problem nach V1. Wir müssen also starten und dann verreckt uns eine Engine. Ja gut, dann haben wir natürlich erstmal Positive Climb Gear Up. Wir machen erstmal gar nichts. Ne? Wir müssen die Maschine fliegen und wir müssen dann, muss die Maschine mit dem Ruder einigermaßen in Landebahnrichtung halten, müsste die Maschine austrimmen mit dem Seitenruder hier, mit dem Ding da, das würde ich dann trimmen und würde so schnell es geht dann versuchen, den Autopilot reinzunehmen. Sofort. Ne? Weil das soll alles bitte der Automat machen und nicht wir jetzt, denn wir haben andere Sachen zu tun. Aber gut, das wäre der eine Punkt. Dann haben wir ja, wie gesagt, Gear abgemacht und dann passiert erstmal bis 400 Fuß überhaupt nichts, aber gar nichts. Das Einzige, was wir machen ist, wir werden hier drauf drücken, hier seht ihr das hier oben, da werden wir drauf drücken und diese Tröte ausmachen. Also wir würden die Fire Warning zum Beispiel ausmachen. Das heißt, das Horn wird unterdrückt. Die Lautstärke wird dann, es wird dann leise wieder. So, das ist die einzige Action, die vor 400 Fuß gemacht wird. Sonst gar nichts. Übrigens auch bei der Boeing ist genau dasselbe. So, und dann kommen wir zu dem Punkt 400 Fuß. Und bei 4, übrigens Radio Altimeter ist das, ne? Das ist also hier unten, was da angeht. 400 Fuß ist über der Landebahn. Es ist nicht jetzt Altimeter, denn wir sind ja schon in 1200, also wir haben es ja schon überquert. Nein, es ist immer Radio Altimeter. Wenn hier 400 Fuß angezeigt wird, dann haben wir die 400 Fuß erreicht und dann geht es um die ECAM-Action. Ne, da haben wir ja ein Problem, Engine Fire Nummer 1, bla bla bla, mache dies, mache jenes, Thrust Lever Close, Engine Master Off und so weiter und so weiter. Also, das heißt, das sind so Sachen, die kommen dann. Damit wird sich dann der Pilot Monitoring in diesem Fall jetzt wieder, weil wir sind jetzt schon abgehoben, da sind die Seiten wieder wieder Pilot Flying, Pilot Monitoring. Das, was ich sagte, war nur der Abort, der Startabbruch, ne? Der am Boden, das ist Kapitänssache. Aber dann sind wir in der Luft, ja gut, dann ist es wieder Pilot Flying und Pilot Monitoring Sache. So, und dann wird sich also hier mit der ECAM beschäftigt, bis zu einem gewissen Punkt.
Das würde jetzt zu weit führen, wie dieser Punkt ist. Also ich sage jetzt mal, wenn eine Bottle abgeschossen ist oder wenn das Engine, also wenn das Feuer aus ist, solche Sachen, dann kann man sagen, okay, das ist also schon mal ein Punkt. Die ECAM-Action ist nicht vorbei, aber sie ist auf jeden Fall schon mal bis zu einem Punkt vorgedrungen, wo wir dann erstmal aufhören. Und zwar wird das kombiniert mit der sogenannten Engine Out Acceleration Altitude. Ihr wisst, wie die ist. Die Engine Out Acceleration in Stuttgart ist 2800 Fuß. Also, wir müssen beides muss confirmed sein. Wir müssen sowohl die Engine Secured, nennt man das, haben, also bis zu diesem Punkt des ECAMs vorgearbeitet haben. Das ist relativ schnell. Und wir müssen die 2800 Fuß erreicht haben. Und wenn wir das erreicht haben, dann drücken wir diesen Knopf hier rein. Leute, das ist nicht nur ein Hoch- und Runter-Knopf, ne, sondern den kann man auch drücken. Man kann ihn auch ziehen, ne? Und wenn wir da reindrücken, dann ist das Push the Level Off, steht übrigens daneben auch dran, Push the Level Off. Und dann würde die Maschine sofort ausleveln. Ja? Und das wollen wir, weil wir dann die Klappen einfahren wollen. Und das würden wir dann auch tun. Und dann würde ja die Maschine nach wie vor ausgelevelt sein. Und dann würden wir warten, bis unser Green Dot Speed erreicht ist. Unser Minimum Clean Speed, also das heißt die Mindestgeschwindigkeit ohne Klappen und ohne Fahrwerk. So, und wenn die erreicht ist, dann müssten wir hier Open Climb machen, müssten dann hier den Gashebel auf MCP schalten. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sehen. Sagen wir mal, es wäre jetzt MCP. Und dann geht das ECAM Action Procedure weiter. Also wir unterbrechen das ECAM Procedure in 2800 Fuß mit, wenn wir diesen Punkt dort erreicht haben, den wir erreicht haben müssen, dann eben halt kommt da dieses Push the Level Off und dann Klappen einfahren und dann Green Dot Speed, Open Climb, Max Continuous Thrust, Continue ECAM Action. Das ist also die Vorgehensweise eines Engine Fails. Wie gesagt, das ist jetzt alles sehr viel Theorie und das, da könnt ihr gar nicht im Moment das alles nachvollziehen. Das ist mir alles bewusst. Aber dadurch, dass wir natürlich jetzt im Moment beim Emergency Briefing sind, wenn ich euch gleich das Emergency Briefing gebe und ihr steht denn da wie Pik 7, das hilft ja auch nichts. Also muss ich auf jeden Fall ein bisschen euch erklären und für den einen oder anderen vielleicht ist es auch sehr interessant, aber wird uns im Non-Normal-Bereich definitiv wieder begegnen. So, und ja, und das muss ich genau das, was ich jetzt eben gerade besprochen habe, das wird in diesem Take-off Emer nee, in den Emergency Briefing Teil wird das gleich integriert. Also, ich mache euch das jetzt mal vor. Das würde sagen, es ist my Take-off, weil ich bin ja jetzt der Pilot Flying. Es ist my Take-off, flaps to Take-off. In case of malfunction before 100 knots, we stop in any case. Between 100 and we only stop according the safetiness of the aircraft, pilots incapacitation, aircraft is unable to fly, und dann eben reverser unlock, reverser fall, kann man sagen, muss man aber nicht. Okay? In this case, I call stop. My action, thrust lever close, full reverse. When we come to complete stop, I set the parking brake and I call via PA twice, cabin crew at station, cabin crew at station. You, the pilot, the first officer, you monitor the reverser, also reverse green, and decel. Das ist der Call für deceleration, mit anderen Worten, die parking brake ist an. And inform ATC, Runway is blocked. Okay? In case of malfunction at or after V1, no action below 400 feet, except silence, this one here, the master warning. Damit wir die Tröte nicht mehr hören. Positive climb gear up, 400 feet, ECAM action. When the engine is secured and we reached 2800 feet in Stuttgart, we push to level off. Hier drücken wir drauf, wir push to level off. We clean the aircraft on schedule, also fahren die Klappen ein. At green dot speed, wenn wir die green dot speed erreichen, then
Open Climb, wir ziehen da dran, Open Climb, Max Continuous Thrust, Continue Ecam Action. We go to Rotwe, 6000 feet into the holding, and from there we make a new approach for ILS Runway 25. Das wäre das gesamte Emergency Briefing. Okay, ich hoffe, ihr habt das so ein bisschen jedenfalls verstanden. Nur ein bisschen, reicht mir. Okay, so, jetzt mache ich einmal nochmal komplett den ganzen Salat nochmal, spreche ich nochmal so, wie wir das jetzt original im Cockpit haben. Versucht da mal mitzukommen, das ist schnell, das weiß ich, aber vielleicht kommt ihr da ja auch mit. Was ich euch vorschlagen würde beim Briefing, kümmert euch um die wesentlichen Sachen, guckt euch also nochmal diese Seiten auch an. Ihr könnt das auch für euch sprechen, das ist ganz wichtig, damit das auch nochmal euch geistig vergegenwärtigt. Und ich sage euch, es ist echt so, ne? Also wenn ihr einen Takeoff durchführt und ihr seid nicht geistig dabei, was eventuell im Falle eines Falles jetzt zu tun ist, dann habt ihr wertvolle Sekunden verloren. Das merkt man häufig im Simulator. Nach 6 Stunden Simulator, wir haben 6 Stunden Simulator, einige, die meisten haben normalerweise nur 2 bzw. 4, aber wir haben meistens 6. Das heißt, dann ist man doch wirklich schon ziemlich kaputt. Und wenn man dann nicht so ganz, und dann auch am besten nachts so von 2 bis 4 Uhr morgens oder so, und wenn man dann, nicht so ganz mehr aufmerksamsfähig ist, und dann kommt irgendwas, womit man nicht rechnet, dann braucht man mindestens erstmal 2 Sekunden, um zu, wie war denn das noch, was muss ich da machen? Das heißt, es ist eigentlich gutes Airmanship, wenn man sich wirklich auch beim Takeoff, wenn man auf die Landebahn oder Startbahn rollt, nochmal ganz kurz überlegt, okay, wenn nur die wichtigsten Sachen, Flap-Problem, Pull-Head, Pull-Speed und bei anderen Sachen, das, okay, fertig. Damit man das Gehirn auf solche Situationen vorbereitet. Man sollte es jedenfalls machen. So, ja, und deswegen ist es für euch auch gut, wenn ihr das auch mal für euch macht, auch wenn ihr im Sim seid, sprecht es für euch nochmal. Ich weiß, dass der ein oder andere sich da ein bisschen blöd vorkommt und dann hört die Frau wahrscheinlich noch hinten zu, was erzählst du denn da? Ich weiß das, aber ihr sollt ja diese Realität auch spüren und da gehört nochmal sowas dazu. Alles klar, dann mache ich euch mal ganz kurz so ein komplettes Briefing mal vor. Okay, also Takeoff Briefing, Aircraft Status, the database is active under the 16th of July, we fly from from Stuttgart to Palma, Ibiza Alternate, Germania 8971, Cosinic 30, flight of 33, 0 minus 46, corrected 51, triple pause. Our taxi goes via Mike India November to holding point Papa 2 runway 25 for the departure we expect runway 25 via Rotwe 5 Bravo and that means Delta Sierra 049 to Rotwe. Initial altitude is 5000 feet is set in the altitude window and we expect runway 06 left in Palma. For the secondary flight plan, we follow the SID to Rotwe, 6,000 feet into the holding. From there, we make a new approach, runway 25. All the values for that return are already inserted. We have minimum 1381 and weather is inserted as well. For the RATNAV page, we have Stuttgart on my side, inbound course 252, Lubbock 226. For the secondary, Init B page, we have 5%, alternate 1.3, final reserve 1.4, 54.2, 29.9, block 7.4, and that means 61.4, so we have 27 minutes extra. And with that, we have 505052, transition altitude 5000 feet, config 2, 0.1 down, flex 50, and all sectors are 2800 feet. Accuracy is high, GPS is primary, and runway 25 for return.
Maybe we need the brake fan, max take off weight, MELCD, OB, chocolate jet, airport and weather is okay. You are pilot monitoring, I'm pilot flying. Standard callouts. For the emergency briefing, it's gonna be my takeoff, flaps to takeoff in case of malfunction before 100 we stop. In any case, between 100 and V1, we only stop according the safety of the aircraft. Pilots in incapacitation aircraft is unable to fly, reverser unlock, reverser fault, engine fail, and side stick fault. In that case, I call stop, mics and thrust, stress lever close, full reverse. When we come to complete stop, I set the parking brake and then twice via PA, cabin crew station, cabin crew station. You monitor the reverse green and decel and inform ATC runway is blocked. In case of malfunction at or after V1, no action below 400 feet except silence and master warning, positive climb gear up, 400 feet, ECAM action. When the engine is secured and we reach 2,800 feet, we push the level off, we clean the aircraft on schedule, and at green dot speed, open climb, max continuous thrust, continue ECAM action, we go rot with 6,000 feet into the holding, and from there we make a new approach, runway 25. Any questions? No. Okay, that's it. So, das ist, war jetzt mal komplett. Ich weiß, das war schnell. Ich weiß das. So ist es nun mal, wenn man das eben halt jahrelang macht. Am Anfang habe ich da auch gestanden und jetzt mal mit großen Augen geguckt, was die mir da erzählen wollen. Das ist nun mal so. Aber ihr sollt auch so ein bisschen mal dieses wirkliche Feeling jetzt erleben, wenn ihr wirklich im Cockpit seid. Und deswegen habe ich das mal so gemacht. Also ich wollte mich da jetzt nicht hervorheben oder so. Ja, so sieht es aus. Das ist eigentlich alles, was wir zum Takeoff und Emergency Briefing sagen können. Das Ganze arbeitet ihr in einer Minute ab, ne? Und dann ist die Sache auch erledigt. Also ihr seht schon, wenn wir mal jetzt das Revue passieren lassen, was wir jetzt alles gemacht haben, schon vom Outside-Check will ich mal nicht dazu tun, aber Preliminary Cockpit Preparation und sind jetzt fertig. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass wir uns die Clearance holen und dann geht es auch schon in Richtung Push. Also das ist eigentlich eine Sache von 10 Minuten. Ne? Das geht ruckzuck. Ne? Aber es ist dafür natürlich unheimlich viel Text und man muss sich das alles erstmal erarbeiten. Man sagt im Type Rating, wenn man das macht, dann ist man ja auch im Simulator. Und naja, gut. Und man sagt normalerweise so 50 Minuten ist immer vom Instruktor angepeilt, wenn jemand sag ich mal, neu das Type Rating macht. Also dann sagt man, die Sachen am Boden sollen so 50 Minuten dauern, nicht länger. Wenn sie länger dauern, sollte man noch ein bisschen versuchen, da etwas flüssiger in den Flow reinzukommen. Aber so 50 Minuten ist eine ganz gute Hausnummer. Und das ist gar nicht so einfach. Also wenn man jetzt ganz neu dabei ist, dann überlegt man schon, welche Handlung kommt jetzt. Also mit 50 Minuten, das kommt gerade mal eben so hin. Ne? Und da sind wir noch nicht getaxied. Also wie gesagt, da verschwendet man am Anfang sehr viel Zeit im Sim oder im Trainer. Das gibt so ein halbautomatisches Mockup gibt es dann in den meisten Simulatorzentren bei Airbus. Da kannst du dann auch schon Knöpfe drücken und hast auch schon einen Bildschirm und so weiter. Es ist kein voller Simulator, sondern nur so ein, ja, sowas, was wir ja haben. Nicht ganz so gut wie wir jetzt hier, aber so, damit man diese ganzen Procedure trainiert. Nur deswegen, wenn ihr so in 50 Minuten so fertig seid, wo wir jetzt sind, inklusive Briefing, dann seid ihr ganz gut. Dann seid ihr ganz gut. Und das wird nachher dann immer schneller und immer schneller. Ja, Leute, das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Wir sehen uns dann. Mal sehen, wann der nächste Unterricht stattfindet. Ich denke mal, naja, ich will euch auch nicht zu viele Videos jetzt reinstellen, weil ich meine, ihr kommt ja gar nicht hinterher. Also es macht ja keinen Sinn, da jetzt 50 Videos reinzustellen. Das könnt ihr ja gar nichts mit anfangen. Also ich werde mal sehen. Ich werde das wahrscheinlich ein bisschen vorarbeiten und dann werde ich euch immer wieder eins reinsetzen. Kümmert euch jetzt erstmal darum, damit ihr da fit werdet, weil diese Fitness braucht ihr, damit wir weiter voranschreiben, weil sonst werdet ihr spätestens dann irgendwo beim Takeoff lost sein. Das macht dann keinen Sinn. Gut, Leute, bis dahin wünsche ich euch Happy Landings, alles Gute und dann bis zum nächsten Unterricht. Bis dann, tschüss!